Was ist Fair Fashion? Und kann man als Student nachhaltige Kleider posten, ohne das Portemonnaie zu strapazieren? Um darauf eine Antwort zu bekommen, hat Unicam ein paar Studenten an der Kleiderbörse im Sonderpreis befragt und sind zudem auf Luzern auf Fashion for Generations gefahren, natürlich mit dem Zug, um ein neues Bewusstsein für Kleidung zu bekommen. Am Fashion Day von Luc Couture ist Unicam auf Suche nach Expertenmeinungen gegangen. Wir wollen wissen, was Fair Fashion eigentlich genau ist. Wenn es jetzt Fair Fashion heisst, ist, dass jeder in der textilen Herstellung seinen Lebensunterhalt kann verdienen, wenn es um Ökonomie geht. Dass so wenig wie möglich Ressourcen gebraucht werden in der textilen Herstellung, wie CO2, Carbon Footprint, das sind so Themen. Dass, wenn es die Möglichkeit gibt, das ist schon immer gegeben, dass Textilien wiederverwendet werden können, also Circle Economy oder Recycling. Und das alles zunehmend in einem Zustand, der optimiert werden muss in der ganzen Herstellung. Das wäre so ziemlich das Fairste und fair auf unsere nächste Generation, also auf ihre Generation, muss ich sagen, ist, dass wir heute nicht mehr brauchen, so dass sie morgen auch genug haben und sie selber auch wieder der Natur zurückgeben können. An der Podiumsdiskussion ist viel über Fairness und Nachhaltigkeit geredet worden. Das Ganze in Bezug auf alle Generationen. Im Fokus ist aber die Jugend gestanden. Das fair hergestellte ist schon ein mega wichtiger, ist kein Trend, sehe ich nicht als Trend. Es ist ein wirkliches Bedürfnis, auch für die Konsumenten, vor allem die Jungen. Die Jugend oder die Gesellschaft vielmehr muss einfach davon wegkommen, von dieser Fast-Fashion-Kultur. Muss irgendwann erkennen, dass man einfach sagt, ich möchte ein Kleidungsstück anziehen, das nicht nur für heute und gerade die nächste Woche noch anziehen will, sondern eben, dass man das längerfristig eben beschafft. Diese Kleider, die wir machen, mit diesen hervorragenden Stoffen, ich habe jetzt einen Stoff an, oder? Man spürt das. Man spürt die Leidenschaft dieser Stoffe. Das ist eine ganz andere Geschichte und das spürt man und da hat man auch Lust, das mehrmals zu tragen, lange zu tragen und dann anzupassen, wenn es nicht mehr stimmt, von den Massen her. Es ist ein riesiger Aufwand, auch bei unseren Jungen heute. Die sehen Massen, die sehen Produkte, ein Haufen günstige und sagen, wieso soll ich es teurer kaufen? Es erklärt ihnen ja niemand, warum. Das Warum? Das verstehen wir schon lange. Aber das Wie? Das ist eine andere Frage. Zwar bemüht man sich am Fashion Day, die jüngere Generation einzubeziehen. Das Durchschnittsalter war dort aber relativ hoch. An der Kleiderbörse im Sonntagfries wollten wir herausfinden, ob es Alternativen für die Jungen gibt. J'étais déjà venu le semestre passé. Et donc c'est un événement qui me tient à cœur parce que j'aime beaucoup le seconde main, tout ce qui est un peu écolo. Et puis je pense que c'est un bon pas aussi contre la surconsommation. Moi j'ai toujours été dans ma famille, on a toujours hérité des habits des grands frères, des grandes sœurs. Donc je trouve que c'est aussi un bon principe quoi, d'essayer d'être reconnaissant à ce qu'il y a déjà quoi, à un certain donné. Die Kleider, die natürlich Secondhand reinkommen, die sind ja zum Teil auch von Hand, von Ketten, die nicht unter guten Bedingungen produzieren. Und trotzdem denke ich, es ist für einen selber eine bessere Alternative, Secondhand-Marken zu kaufen, die man eigentlich nicht unterstützen will, außer neu zu kaufen. Und darum finde ich, es macht auf jeden Fall Sinn. Kleider wiederverwenden, reparieren, verschenken, wird es dann nachhaltiger? Gibt es Fair Fashion nur auf dem Laufsteg? Oder macht auch Secondhand die Kleider fair? Ja, ganz klar, weil dadurch werden keine neuen Rohstoffe ausgebeutet. Das heißt, wenn ich ein Shirt oder eine Jacke aus Baumwolle Secondhand verkaufe oder lasse es vorher vielleicht noch etwas reparieren, dann ist das eigentlich das Nachhaltigste, was man machen kann. Es ist ein Kreislauf. Secondhand ist grundsätzlich eine gute Idee. Wenn aber Secondhand nachher ganze Industrien kaputt macht, ist das eigentlich nur ein Abschieben von einem Problem. Es sollte eben auch weniger Secondhand entstehen. Also, eine Frage bleibt doch noch offen. Wie können sich Studenten Fair Fashion leisten? Schaffen.
arbeiten, das ist wohl immer das eine. Das zweite bewusster einkaufen, weniger. Hier im Sonntagskreis wird kräftig Fair Fashion betrieben. Hast auch du schon Fairkleider gekauft? Lass uns wissen in den Kommentaren. Im folgenden Unicamp Focus geht es um Organspende. Bis dahin, mach's gut und schaut nächsten Montag wieder rein. Bis gleich.